So. Ach, wirklich? Oh, kannst du nicht dein komisches Ding benutzen? Das tut mir aber leid. Nein, tut es nicht. Ich habe gelogen. Oh, weh, Chicken lügt. Aber die Feuerwehrmänner. Wachtürme. Wo sind wir denn jetzt genau? Founders Island, ich weiß, immer noch. You don't say. Warte mal. Die Nummer 8. So much to do. Wir könnten ja wieder Sachen zerstören. Ein bisschen Abwechslung. Aber erstmal zerstören wir das hier. Sachen zerstören, ja genau, als ob du hier bei den Wachtürmen keine Sachen zerstörst mit deinem Explosivgel. Das war so ein kleines Genie, Chicken. Gut, dass ihr das erkannt habt. Schön, dass ihr das erkannt habt. Wunderbar. Nein, wer aber nicht? Nö. Voll am Rumnörgeln. Ihr habt's doch verkehrt. Jetzt sagt nicht unter mir. Fast unter mir. Im Grunde war es unter mir. Offensichtlich Zufall. Dass deine Geburt geklappt hat, war ein Zufall. Oh, dam, voll hart. Ah, voll Eddie am Dissen. Wobei, war da oben nicht auch irgendwas mit Zeit? Ich war schon da was Grünes. Ja, ich glaube, da war auch irgendwas mit Zeit. Oder? Ja, auch was mit Zeit. Aber für manche brauche ich auch mein Batmobil. Was ist denn das Weiße da vorne? Ach so, ein Logo. Kaffee! Ja, Kaffee. Na, willst du da reinbürsten und dir einen Kaffee bestellen? Ich hoffe, du hast deine Bad Credit Card dabei. Was gibt's denn hier für einen Kaffee? Nur Kaffee. So, ja. Einfach aufmachen, selbst für die und Geld hinlegen. Macht Barry auch oft. Drive free? Ja, drive free. Ich hätte das jetzt so verstanden, dass man mit dem Auto hier anfahren kann. Wie bei so einem Drive-in von zum Beispiel McDonald's oder so. Ja, das will ich ja sehen, dass du hier mit dem Batmobil hochkommst. Wieso nicht? Hier ist doch ein Drive-In. Für einen Kaffeeladen. Nee, funktioniert nur mit Batwing. Cal Anderson? Riddler wird es noch bereuen, sich mit Catwoman angelegt zu haben. Die ist da.
rachsüchtiger als die Fledermaus. Dann ist sie das wohl. Voll desinteressiert. Ah, ja. Ein eiskalter Konzern änderte sein Leben. Ihm bleibt nur die Heilung seiner Frau anzustreben. Wer das wohl sein könnte? Hallo Joker. Nein! Chicken, guck hin, wo du hinläufst! Du bist ein Grosskorb. Oh Mann, dieses Gesicht will ich nun wirklich nicht über ein ganzes Gebäude projiziert sehen. Wo ist Grosskorb? Eben war es doch noch hier. Ich muss das Logo scannen, ne? Andere Seite? Mann, ich hoffe, die Stadtverwaltung versucht noch mal uns hochzujagen. Ich muss noch eine Hypothek abbezahlen. Ich muss das Logo scannen. Das kann man doch nicht übersehen! Situationsanalyse aus der Ferne, komm. Bisschen schneller, Betsy. Sollen wir uns die ganze Nacht lang von Scarecrow belehren lassen? Grosskorb. Grosskorb. Also angeblich ist es ja da vorne. Angeblich. Aber das ist ja sowieso nur so eine ungefähre Angabe immer. Scarecrow hat zig Panzer. Wo ist mein Panzer? Das ist nicht fair, Mann. Das kann doch nicht sein, dass hier ständig Gebäude verschwinden. Erstmal ein Wayne Tower und jetzt Grosskorb. Ja, das ist auch kaputt, Chicken. Gut erkannt. Ja. Ich hätte gerne Gänsehaut, mir so warm. Gänsehaut? Ich habe eine Hühnerhaut. Das ist doch nicht das Gothic-Gebäude. Future of Gotham. Ist die Feuerwehrwache? Ah, das. Super gemacht, Chicken. Man muss auch von allen Seiten eine Perspektive betrachten. The People's Company, Gothcorp. Zu klein. Eingefroren. In Kälte gehüllt schlief Nora. In ihrem tiefen Schlaf träumte sie. Sie träumte von Victor, von dem Mann, der er gewesen war und dem Mann, zu dem er geworden war. Manchmal hörte sie ihn. Seine neue metallische Stimme durchbohrte den eiskalten Schleier ihres Traumes wie ein Eispickel. Sie hörte seine Flüche, seine gemurmelten Drohungen. Und wenn die neue Therapie, an der er arbeitete, fehlschlug, wenn die Zellen sich nicht teilen und sich die Reihe und Glied aufstellten, wie Soldaten bei ihrer Parade, wenn sorgsam entwickelte Mutationen sich stur in inaktiven Genen verbargen, hörte sie seine rauen, gequälten Schreie. Es geschah langsam, dieses Auftauen ihres Bewusstseins, in eine Form des Beinahe-Lebens, wie eine viskose Flüssigkeit, die sie von Traum zu Erinnerung und hin und wieder bis in die Außenwelt treiben ließ. Sie war gefangen, in ihrem gefrorenen Körper gefesselt. Sie hatte keine Furcht. Furcht schien unmöglich in ihrem kühlen Kopf, doch in ihrer neuen Existenz fand sie eine Art von Freiheit. Freiheit von der Huntington-Krankheit, die den Körper zerstörte, dem sie erlitten war. Das wird funktionieren, Noah. Diesmal wird es funktionieren. An den meisten Tagen sprach Victor zu ihr, erläuterte ihr wissenschaftliche Probleme, als wäre sie seine Laborassistentin, erklärte ihr seine Liebe, schwelgte in den frühen Monaten ihrer Ehe,
Doch die Erinnerung war nun weit entfernt. Das wusste Nora. Die Details schwanden mehr und mehr. Nora verstand, dass sie nicht bloß ein eingefrorener Körper war. Sie war eine idealisierte Erinnerung, eingefroren auch in der Zeit. War das Liebe? Victor sagte, er könnte sie retten. Doch jede Sekunde trieb sie weiter und weiter auseinander. Nein, Nora wusste, was Liebe war. Liebe war warm. Und die so eiskalt wie ihr Gefängnis. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich Pflanzen hasse? Vor allem die Menschenfressenden. Ja, das hast du schon mal gesagt. Schön für dich. Und es ist grün. Oh ja, daran erinnere ich mich auch. Ich immer noch. Und Selina. Robin. Nightwing. Alfred. Lucius. Schön, dass ich die so spät erwähne. Ja. Als es hieß, da draußen seine Armee, meinten die das echt ernst? Nicht mit mir, Ellie, nicht mit mir. Ja, spitze kleine Stachelchen, die auf mich zugerast hätten würden, da hier Gitterchen sind. Ja, dann hätte sich das grün-rot verfärbt und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ja, genau das wäre dann passiert. Genau das. Und das will ja niemand. Also Eddie eigentlich schon. Jetzt habe ich den Baumblatt gefahren. Entschuldigung, Ivy. Falsche Taste. Dann nehme ich eigentlich schon auf. Ah, Batman hatte auch schon mal das Vergnügen. Nicht nur in diesem Spiel. Auch in Asylum. Aber die Passagen da waren immer so episch. Ich will euch doch gar nicht, geht weg. Ihr werdet noch früh genug leiden. So wie ich gelitten habe. Und noch leiden werden. Was zur Hölle? Ach ja schon. Habt ihr das auch gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Das war auch mit auf der Aufnahme drauf. Und alles, was die Aufnahme aufnimmt, seht ihr auch. Die Kosten für diese Mission. Okay. If you say so. Ja, dann sagt er das halt so. Eine Herausforderung. Wieso wird der Salon eigentlich nicht mehr angezeigt? Dann fliege ich halt hier hin, um zu speichern. Ja, einfach mal die Aufnahmesession beenden. Lol. Ja. Der Riddler, der Batman, du sollst endlich sehen, was ich dort geschafft habe. Der durchschnittliche Dummkopf könnte mein Werk nicht mal verstehen. Aber du bist ja auch nicht durchschnittlich dumm. War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Beides, Chicken, beides. Ich würde sagen, wir sind in den nächsten Aufnahmen schon wieder bei der ganzen Weihnacht, wenn wir... vielleicht mache ich das ja mit... Ne? Was Eddie gerade gesagt hat. Also nicht, dass ich überdurchschnittlich dumm bin, sondern das mit dem Fährhafen seiner letzten Prüfung. Um Eddie Marcelina zu retten und ein paar Feuerwehrleute fehlen uns eigentlich auch noch. Letzter Turm, zwei Sprengsätze.
Banküberfall müssen wir auch noch stoppen. Wobei, wenn ich das mache, kann ich ja eigentlich direkt das machen. Und ja. Na, könntest du eigentlich machen, schicken? Das ist eine gute Idee. Naja, aber erst in der nächsten Aufnahme. Wollte ich es nicht bis dahin wieder vergesse, was ich jetzt gerade gesagt habe. Dann machen wir andere Dinge. Kann ja passieren, ne? Hust, hust. Also bis dahin, ciao.